Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte mal heute hier diese unfertige Shakuhachi Xiao vorspielen. Sie ist jetzt unbehandelt von innen, gerade fertig geworden. Aber gerade hat eine ganz nette Kundin mir geschickt, die Flöte ist fürchterlich schwer und eigentlich ist sie ganz einfach. Und da mache ich jetzt mal schnell dieses Video, dass man sieht, wenn man sie spielt. Guck mal, hier hast du jetzt hier so dieses Mundstück, diese Kerbe hier. Wenn die Flöte sich verbiegt, erschrecke nicht, das ist so ein Weitwinkelobjektiv. Aber die Soundaufnahme mit diesem Gerät ist verdammt gut. Ja, so, und wenn du jetzt deine Lippe anlegst, dann bitte, wenn das die untere Lippe ist, also meinen Finger dann einfach so ein bisschen anlegen, ja, als würdest du das so reinhängen wollen. Und dann, hier, also guck mal hier so, und dann pusten. Und schon hast du den Klang. Guck mal so. Hier. Der ist halt sogar ein bisschen schwach, weil ich habe vergessen, mich hier zu rasieren, genau unter der Lippe. Das ist ein bisschen schwer, aber geht auch. Okay, und die Fingerhaltung ist ganz einfach. Es machst hier unten Stimmlöcher. Ich habe schon mal eine Flöte zurückbekommen, mit dem, ja, dass man das Loch da unten nicht schließen kann. Das soll nicht geschlossen werden, um Gottes Willen. Das ist ein Stimmloch. Diese Flöte hätte ich jetzt zum Beispiel auch hier abschneiden können und auf die Stimmloch verzichten können. Aber je mehr Holz, desto besser die Flöte klingt. Ich hätte sie auch noch länger lassen können, aber dann wäre der Versand teurer. Und auch hier habe ich hier diesen Knoten an der Flöte und der hält ja die Flöte stabil. Und ich hätte jetzt die Flöte hier geschnitten. Das ist nicht so toll, denn den will ich balken. Und da hier auch hier hinten zwei Stimmlöcher. Ich denke, die kann man sehen. Ich weiß es nicht einmal jetzt hier. Da, ne? So, also diese drei Löcher unten werden nicht geschlossen und mit dem Zeigefinger schließt du das erste Loch, mit dem Daumenfinger hier, mit dem linken, der Mittelfinger hier hat kein Loch und dann mit dem Ringfinger. Zeigefinger, Mittelfinger ohne Loch, Ringfinger. Also du hast 1, 2, 3, 4 und ein Daumenloch. Ja, aber wenn du Daumenloch hebst, hast du das gleich wie wenn du alle schließt. Ja, und die Oktave höher spielst. Ich zeig's mal. Also, hier, Daumen weg. Jetzt gehe ich auf die zweite Oktave und schließe alle. Auch das D. Also, ne, wenn du jetzt die beiden unten schließt und hier alles aufmachst, also Daumen und Loch 1, Loch 2 von oben gesehen, ist es das gleich, wie wenn du alle schließt und die zweite Oktave spielst. Die einfach mit ein bisschen die Luft nicht unbedingt stärker blasen, aber den Luftstrahl etwas enger machen, dann springst du also von dem ersten Register auf den zweiten. Hier, guckt mal. Und so weiter. Gut. Also gut, wozu ist dann dieser Daumenloch gut? Also wenn jetzt ich das öffne und es genau das gleiche ist, wie wenn ich es schließe, wozu soll das gut sein, so ein Daumenloch? Ja, das sage ich dir. Wenn ich alle schließe, dann habe ich das hohe D. Ja, und jetzt, wenn ich ein Ds spielen will, kann ich das nicht. Da müsste ich ja hier irgendwie jetzt alle schließen und hier unten kommen, versuchen, hier ein bisschen weniger Luft rauszulassen. Und das geht nicht. Da, wenn du ein Ds spielen willst, oder ein Cis also, dann nutze dieses D, also mit deinem Daumen, und dann tust du mit dem Daumen nur halb schließen. Das zeige ich dir. Na, und dann hast du auch dein Cis, obwohl die Flöte regelmäßig ja kein Cis liefert. Also die Lochen ist dann so, wenn du jetzt nur öffnest ohne Halbschließen und so weiter, haben wir also ein D, ein F, ein G, ein A, ein C, Entschuldigung, ein C, genau, das C haben wir. Und dann öffnest du den Daumen, hast du D. Na, also so, na, zwei offen, unten geschlossen ist das C. Öffnest du, hast du das D. Öffnest du halb, hast du das Cis. Ja. So, wie tun wir jetzt erstmal die Hauptnoten spielen? Also das D, alle schließen. Das ist das F, einen öffnen. Das G, noch einen öffnen. Das A. Und jetzt für das C nicht öffnen, dann wird es dünn.
sondern unten wieder schließen die beiden. Und dann das C, das D, Entschuldigung. Und halb schließen. Du merkst natürlich, wenn man wegnimmt drauf tut, kriegt man den Klang nicht sofort, aber das ist normal. Also man muss einmal so richtig rangehen und dann sitzt der Klang auch. Versuch das mal so. D, F, G, A, C, A, D, C, D. Also, ne? Da, 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 da. Das ist eine einfache Übung, dass du einfach auch so in dieses Halbschließen reinkommst. So, das war das Halbschließen vom Daumen. Gut, schauen wir uns mal jetzt zum Beispiel D, F, das F an, ja? So, jetzt möchtest du ein Dis. Ja, also hier ist ein D. Das D, E, F. Du hast gleich einen Riesensprung. D, Dis, D, E, F. Also du hast drei halbe Noten, also anderthalb Noten gesprungen, ja. D, D, E, F, also von D, F. Ja, du überspringst eigentlich anderthalb Noten. Da fehlt also in der Mitte irgendetwas. Und das kannst du tatsächlich durch Halbschließen und Viertelschließen dieses Loches erreichen, des untersten. Das ist keine einfache Angelegenheit. Guck mal her. Ich flöte jetzt auch ganz schön schräg. Da ist es nicht so einfach, aber hörst du mal an, wenn ich mal richtig stehe. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Klang höher und tiefer zu spielen, indem du den Winkel des Anblasens anpasst. Zusammen jetzt mit dem Halbschließen kannst du noch mehr erzielen. Also ich öffne, mache den Winkel ein bisschen höher und schließe halb. Hast du es gehört? Ja. Und so tust du dann mehr und mehr Noten reintun. So, dann gibt es diverse Möglichkeiten, den Klang zu nuancieren, kleine Sachen einzufügen. Wie zum Beispiel untertrillern oder übertrillern. Also das heißt eigentlich nicht so, aber ich nenne es jetzt so, dann kann man es leichter verstehen. Angenommen, du spielst gerade hier das F. Ja, da hast du doch die Möglichkeit, das geschlossen, also erstmal so zu trillern, alles klar. Also immer zu heben zu dem G und wieder das F zu schließen. Ja, dann zeige ich mal. Klar. Aber du kannst jetzt unterschließen, aber siehst du, dass du immer dann mit dem F endest. Ja, ist ein großer Unterschied. Na, 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 oder na, 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 aber immer zurück zum F. Und dann gibt es die Möglichkeit, na, also so, dass du vom F zum G immer trillst, aber zurückkommst zum F. Oder bei dem F ein D ständig unterschließt, aber endest beim F. Das gilt natürlich jetzt für die anderen Noten auch. Also du kannst jetzt hier, also wenn wir jetzt ein G haben, kannst du auch so machen. Geht G, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G. Oder G, F, G, F, G, F, G, F, G. Ne? Wieder zurückkommen zum G. Also das gilt immer. Unterschließen oder aufschließen. Aber übertrillern meine ich damit, dass du jetzt, wenn du dies F hast, statt so zu machen oder so zu machen, dass du das lässt und dann den hier öffnest. Und dann unterbricht er das F so wellenartig. Das zeige ich mal. Na, kannst du auch versuchen mal den. Ja, also versuch immer irgendeine Note zu greifen, wenn du diese natürlich hast, also hier
und sage G, dann kannst du bestenfalls mit dem Zeigefinger trillern, und dies übertrillern, oder mit dem Daumen. Mit beiden, da fliegt dir die Hand weg. Das ist nicht so einfach, ja? Und bei dem A wird es jetzt schwer, dann kannst du noch mit dem Daumen machen. Oder natürlich unterschließen. Oder ausschließen. Das sind alles verschiedene Nuancen, hör mal. Also unterschließen. Oder aufschließen. Oder den Daumen. Aber immer wieder zurückkommen zu dieser Note. Ja, und das macht dann die Musik aus, sowohl in der Shakuhachi als auch in der Shaoshakuhachi hier, dass man einfach diese nutzt, um halt die Musik zu verzieren, um den, ja, das Stück einfach nicht so flach zu spielen. Also wenn du spielst, zum Beispiel, ja, da gibt es jetzt die Möglichkeit, das so zu machen. Ne, einfach diese Ausweicher durch die anderen, durch andere Finger, einfach so dieses Öffnen und Schließen, da tust du einfach ein paar schöne Nuancen rein. Ja, ich hoffe, dass man so jetzt in etwa verstanden hat, wie die Shaoshakuhachi gespielt wird. Und ja, ich finde das Instrument klasse. Vor allem, es ist in der Tat erheblich einfacher zu spielen als die Shakuhachi. Hat auch in dieser Hinsicht einen Vorteil, sie ist etwas lauter als die Shakuhachi. Im Vergleich zur Shakuhachi hat sie den Nachteil, dass bei der Nuancierung, also wenn ich das jetzt so reinschaufeln will, dass es nicht so ganz viel machen kann. Also bei der Shakuhachi, also wo dieses Stück hier ganz weggeschlagen ist und das so abgeschliffen ist, schau einfach mal in anderen Filme, da kannst du die Note so durch dieses Heben und Senken des Anblaswinkels fast eine ganze Note, also garantiert eine halbe Note bewegen. Hier hast du 30 Cent, also eine Drittelnote, die man bewegen kann. Und nach unten geht es dann nicht mehr so einfach, weil, also nach oben geht es noch. Aber nach oben geht, aber man muss da ein bisschen Übung haben. Ja, so. Also gut, das war's dann jetzt zu dieser Flöte. Ich hoffe, dass ihr so eine Spielanleitung habt. Ich werde manchmal gefragt, ob ich dazu einen Fingering Chart, also so die Finger, wie man die Finger drauflegt, tut. Das braucht man nicht. Da kannst du auch irgendein Shakuhachi-Lehrbuch oder meins, wäre mir angenehm, nehmen. Denn da tatsächlich ist das Prinzip des Fingernspielen genau das gleiche. Lediglich das Anblasen hier ist ein bisschen anders, aber doch wieder sehr ähnlich. Es reicht also, wenn man ein Shakuhachi-Lehrbuch für dieses nimmt oder dieses Video fleißig erarbeitet und dann selber viel improvisiert. Vielen Dank.